Hallo, hier ist der Urs vom 24-Stunden-Fitness. Wir machen ja morgen wieder auf, also am Montag, am 19. Und ich habe immer wieder Fragen bekommen von Mitgliedern. Ja, wie geht es dir? Wie geht es im Geschäft? Ja, wie geht es so weiter? Und hier in diesem Video möchte ich kurz erläutern, wie das eigentlich so aussieht. Ja, wie geht es mir? Was habe ich in dieser Zeit gemacht? Ich bin der Meinung, wenn man sich von Angst leiten lässt und in diesen Ängsten bleibt, dann hängt es einem nur. Und darum probiere ich, nicht nur probiere, ich mache so, ich schaue dort her, was mir gefällt, was ich will, schaue auf meine Ziele und das behaltet mein Mindset oben und probiere mich einfach auf das zu fokussieren, was ich will. Das passiert natürlich nicht nur einfach so, sondern ich mache wirklich Sachen, die mir gut tun. Waldspaziergänge, lange Zeit trainieren. Tue natürlich auch, jetzt geht es schon auf das zweite Thema. Die Leute fragen auch, wie geht es im Geschäft? Und dort, meine Erfahrung ist die, das geht nicht einfach so, sondern da muss man wirklich auch auf die Zahlen schauen, wie sieht es aus, was macht man. Und ich habe halt probiert, mit einem gewissen Augenmess die ganze Situation zu managen. Das heisst, ich habe geschaut, schon seit dem letzten März, ich habe keine Studenten mehr eingestellt. Das heisst, ich habe alles selber gemacht, ich habe selber geputzt, ich habe selber zum Club geschaut und so natürlich Geld eingespart. Das heisst, Nummer eins mal sparen. Und Nummer zwei natürlich auch wenig Geld ausgeben für, Und das Dritte ist, dass ich einfach auch mit meinen Mitgliedern und meinen Lieferanten geschaut habe, dass sie Kommunikation behalten. Das hat soweit gut geklappt. Also mein Vermieter, der steht hinter mir und auch die Mitglieder. Ich habe viel auch direkt telefoniert oder wenn ich Mitglieder gesehen habe, haben wir ganz klar gesagt, wie steht es. Dass ich zum Beispiel auch Leute kamen, gefragt haben, ja, du sollst jetzt Jahresabi noch einzahlen, weil plötzlich gibt es dein Geschäft nicht mehr oder so. Und dort war meine Antwort, gell, wir haben ein Badge-System, das heisst, im Prinzip kann ich den Club offen lassen, ich muss nicht einmal dort sein und für die Miete längt es, also mit dem können wir durch. Aber wie gesagt, geschäftlich ist es schon so, also je länger sie mehr für meinen Lohn, längt es nicht mehr und ich bin auch sehr stark damit beschäftigt und am Schauen, wie ich die Probleme lösen kann. Und dort sehe ich auch schon Lösungen, weil man kann immer mehr digitalisieren in heutiger Zeit, automatisieren und das denke ich, gibt es sicher gute Lösungen, die auch den Kunden gefallen und auch für mich und auch für das Geschäft auch eine Zukunft geben. Die dritte Frage ist, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt vorhin. Digitalisierung, Automatisierung, ja. Ihr seht, ich habe hier nicht auf mein Manual hier geschaut, sondern direkt einfach anfangen reden. Aber in dem Sinn, es ist alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen. Ich habe gemerkt, in dieser Zeit, ich brauche euch, die brauchen mich, also beziehungsweise Soziale, einfach Menschen brauchen einander. Und wenn wir niemanden haben, einer hat irgendwo noch gesagt, bei uns, wenn das Baby nicht zu einem geschaut wird, keine Liebe bekommt, der stirbt. Also wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Und in diesem Sinn habe ich auch vor, mein Leben weiterzuleben, und zwar gut und positiv und mit guten Leuten zusammen zu sein und etwas Gutes zu machen. Ciao zusammen, ich freue mich auf euch.